Einen Tag nachdem er im DFB-Pokal auswärts gegen Pforzheim verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, ist die Diagnose für die Knieverletzung von Julian Baumgartlinger da. Der DFB-Teamkapitän hat sich einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen, das habe eine MRT-Untersuchung ergeben, teilt sein Arbeitgeber Bayer Leverkusen mit. Der 30-Jährige wird rund 2 Monate lang pausieren müssen. Damit fällt der Mittelfeldspieler auch für das nächste Länderspiel am 6. September in Wien gegen Schweden und die Premiere in der neuen Nations League nur 5 Tage später in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina aus. Wir müssen nun schon improvisieren. Das ist eine schwierige Situation für uns, hatte Heiko Herrlich schon vor der befürchteten Diagnose eine Woche vor dem Liga-Auftakt gesagt. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at Michael Lindl, Tor aus 40 Metern schon länger geplant zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.